Hallo, da sind wir wieder mit der neuen Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Wir haben in den vergangenen Wochen natürlich auch vorgearbeitet und ich habe unter anderem unter Einsatz meiner ganzen Kraft die Weihnachtsdekoration ordnungsgemäß an den Straßenrand gelegt. Andere lassen ja den Weihnachtsbaum so lange in der Wohnung stehen, bis die letzte Tannennadel runtergefallen ist. Ich möchte jetzt für diese Ausgabe insbesondere darauf hinweisen, dass es ein Special aus dem Room 66 gibt. Hallo, mein Name ist Jörg Trottier, ich bin der Projektleiter von Room 66. Wir arbeiten hier auch im Auftrag von Berliner Leben im Room 66 mit diversen Projekten, zum Beispiel Mahlzeit, Steinzeit, das sind Arbeiten mit Speckstein und mit Acryl. Wir richten uns danach, welche Impulsgebung unsere Senioren oder beziehungsweise Bewohner hier von dem Kiez uns geben und setzen das im Projekt um, sei es halt eben mit Kreativarbeiten oder Handy, Tablet, Beratung, aber auch unser letztes Projekt Graffiti, Staaken halt bunter zu gestalten. Wir haben mit Senioren einen Graffiti-Workshop gemacht, wo die Senioren hier in diesem Raum die Vorlagen, heißen Stencils, hergestellt haben oder beziehungsweise Sachen vom Flohmarkt benutzt haben, Siebe oder auch Topfdeckel und dann eben diese Vorlagen benutzt haben, dass die Graffiti-Kunst an die Wand von der Rückseite von unserem Room 66 gekommen ist. Ja, es hat allen sehr großen Spaß gemacht und viele kommen wieder, unter anderem auch sehr viele Behinderte waren beteiligt in Rollstühlen. Ja, es hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder ein neues Projekt, was wir hier in diesem Room 66 in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum und Berliner Leben gestalten werden. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen mit dem neuen Programmflyer in der Hand für Februar, März und April mit grandiosen Veranstaltungen für Sie und uns hier bei uns im Kulturzentrum Staaken. Wir beginnen den bunten Reigen am Samstag, den 3.2. um 15 Uhr mit Michael Honza, der wieder an der Hammond-Orgel begeistert. Die AWO Spandau lädt zum Schwof mit Kaffee und Kuchen. Es geht weiter mit den Dixie Brothers am 2.10. ab 15 Uhr ist Einlass zu unserem bunten Nachmittag. Tolle Musik, wunderbare Musikerkollegen. Wir freuen uns auf Sie und die Dixie Brothers zum bunten Nachmittag. Es geht weiter mit Daniel Buchholz, dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt aus der politischen Abendwerbung. Jetzt als Impresario von Strangers in the Night, What a Wonderful World, Elvis Presley, Frank Sinatra und all diesen wird uns Daniel Buchholz am 17.02. ab 16 Uhr musikalisch erfreuen. Wir scheuen uns nicht, auch ernste Themen anzusprechen. Die Nebenkosten, Mieterhöhungen, Mietpreisbremsen und all diese Sachen beschäftigen uns alle Tag für Tag. Dazu gibt es Informationen aus erster Hand vom Berliner Mieterverein am Freitag, den 23.02. ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, herzlichst, Ihr Detlef Kleinow. Wollen wir reinlassen? Hey Leute, ich bin's mal wieder. Euer Dieter Durchblick. Ey, heißt es nun Kölle Alas? Oder heißt es Helau? Ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt wieder los mit der lustigen Zeit. Ich hab ja nun ja keine Ahnung. Wisst ihr, als Berliner, naja, da wird ja nicht so gefeiert wie in Köln oder Düsseldorf. Oder wenn denn plötzlich die Kölner über die Düsseldorfer komisch reden. Oder die Düsseldorfer über die Kölner. Ist mir auch egal. Wisst ihr, vielleicht setze ich mir auch mal irgendwie mal so eine rote Nase auf.
Hauptsache, das macht Spaß. Und naja, Spaß hier im Kulturzentrum haben wir ja sowieso. Na, ich wünsch euch was. Bis Danny. Tschüssikowski. So, das war sie wieder, die neue Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum Starken. Wie immer zum Schluss einen kleinen Spruch, der in die augenblickliche Situation reinpasst. Denn es wird wieder viel über Maskenpflicht geredet. Und der Spruch lautet diesmal, es gibt einen ganz großen Vorteil der Maskenpflicht. Man kann auch mal die Zähne zu Hause lassen. Und tschüss.